Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Bioshock Remastered. Mit dem Chamäleon, und ich weiß, ich habe irgendwo Sachen übersehen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Und ehrlich gesagt, ich hoffe, dass wir uns gleich einfach... Nee, das gehört sowieso zu uns. Wir haben, glaube ich, gerade... Okay, das lohnt sich eigentlich nicht wirklich. Ich könnte versuchen, das Ding ja mal einmal kurz zu hacken. Ich würde nämlich gern das Schild da vorne erst anfassen, wenn wir tatsächlich volles Leben haben. Ich traue Cohen nur so weit, wie ich ihn werfen könnte. Und da ich nicht sonderlich kräftig bin, heißt das, ich traue ihm praktisch gar nicht. Oh, hoch bitte. Ich weiß nicht, ob mein epischer Plan gerade aufgeht, dass ich einfach hier oben... Es müsste aber eigentlich. Wenn es nicht ganz, ganz unfair läuft, dann muss es funktionieren. Jawohl, da haben wir es doch schon. Abgeschlossen. Hat es jetzt gerade unser Leben nicht wiederhergestellt? Habe ich... Autohacker, Brandbolzen. Na gut, ich glaube, ich habe das Ding rausgemacht, oder? Das Dingens, ihr wisst schon. Das Ding. Das Tonikum. Okay, ich weiß nicht... Ist die Reihenfolge wichtig, in der ich es anfasse? Ja, das ist Fitzpatrick. Von all seinen Macken und Mängeln befreit. Es gibt glänzende Neuigkeiten. In diesem Moment kann ich es erkennen. Da, an diesem Ort sind drei Männer. Alle einstige Schüler von mir. Alle verbunden durch ein gemeinsames Band. Betrug. Such sie, kleine Motte. Und mache ihre Sterblichkeit in meinem Quadrichon unsterblich. Geh! Sobald sie ihre Belohnung erhalten haben, sollst du die deine bekommen. Und Ryan kennenlernen. Wir haben eine Armbrust erhalten. Ach du je. Deswegen die Bolzen. Und jetzt sollen wir Leute töten, oder wie? Warum wird das Theater dicht gemacht? Weil Krieg herrscht? Schweine! Moment, ich will den Chemowerfer wieder haben. Einmal kurz nachladen. Ich höre sie. Ich weiß nur nicht, wo sie sind. Wo sind die? Die Tür zum Poseidon Plaza steht dir jetzt offen. Okay, ich darf jetzt also zum Poseidon Plaza. Das ist sehr schön. Ich würde aber hier mich erst kurz umgucken. Und ausprobieren, ob ich auch die anderen... Was ist das denn? Wir haben ja das Gute, wenn wir uns nicht bewegen. Also nicht vorwärts bewegen, sondern nur umgucken. Schade. Ich dachte, ich probiere mal, ob es reicht, dass wir unsichtbar werden, bevor sie uns erreicht. Ich würde ganz gerne versuchen, die restlichen Sachen. Kann ich die auch anfassen? Nee? Okay, dann ist es wohl eindeutig, wir müssen zum Poseidon Plaza. Ich habe Angst. Ich will eigentlich gar nicht. Jetzt laufe ich falsch, oder? Der war unten, der Eingang. Okay, wir haben ein bisschen Leben verloren. Das macht aber nichts. Ich würde so gerne hier dran... Kann das eigentlich sein... Falsch. Das war falsch. Steht da was drauf? Habe ich da nicht irgendwas gesehen? Das ist wie so ein... S? Nee, das sind einfach nur Schlieren auf den Bildern. Und da ist das Bild, das wir selbst geschossen haben. Ich will an dieses Tonikum ran. Und an diese Kiste. Cohens Kästchen verschlossen. Kann ich das... Ich will da dran. Okay, wir suchen den Poseidon Plaza und gehen da einfach mal durch. Die Rapture Metro ist uns gerade mal egal. Wo ist denn das jetzt gewesen? Da hinten war das oben, nicht wahr? Da hinten. Da. Jawohl, das ist... Oh, da ist wieder alles vereist. Das heißt, wir können hier wieder Sachen enden. Ach du je. Ja, das ist toll für dich. Nehme ich gerne mit. Essen.
Da ist ein Tonband eingefroren. Falsch. Mist. Du glaubst, du kannst mir hier drin den Rest geben? Du alter Spinner? Die anderen Schwachköpfe, die du in die Gefrierkammer geworfen hast, sind wie die Kaninchen in Panik ausgebrochen. Ich habe einfach zugesehen und abgewartet. Und als sie langsam eingegangen sind, habe ich angefangen zu suchen. Hab mir einen kleinen Splicer-Cocktail gemixt. Wenn du nicht aus der Kälte raus kannst, musst du dein Herz in Eis einpacken. Und dann kommt der Eismann, Thunderbaby. Dann kommt irgendwann der verdammte Eismann. Heißt es jetzt etwa, wir haben hier gerade den nächsten Gestörten gehört, mit dem wir es zu tun bekommen werden? Ich mag nicht so wirklich. Ich schmelze hier mal die Sachen weg, denn ich erinnere mich noch dran, dass... Ist jemand? Oh nein, es sind einfach die nächsten. Ich weiß nicht, ob das auch ein Houdini-Splicer ist, denn der hat sich jetzt in eine blaue Wolke aufgelöst. Oder ob das wieder ein anderer ist. Was ist das denn jetzt? Was war das? Ich schätze, der alte Kauz hat sich endlich entschlossen, jemanden herzuschicken. Der Hurensohn will mich hier erfrieren lassen. Ich habe eine ganz besondere Pose für dich ausgewählt. Oh oh. Das ist aber gewollt so, oder? Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich mach lieber... Vielleicht lasse ich das mit dem Foto auch erstmal. Okay, das war doof. Das gebe ich zu. Das war echt ziemlich doof. Allerdings schmelzen hier Sachen weg. Das ist schön. Die leben also noch. Die leben noch und sind lebendig eingefroren, wenn wir sie auftauen. Dann kommen die einfach wieder ins Leben zurück. Okay. Sind sie es leid, dass sie von ihrem Nachbarn mit installiertem Sportboost immer ausgestochen werden? Dann holen sie sich jetzt Sportboost 2 und stechen sie ihn aus. Nee, danke. Ich pack's lieber in die Genbank. Enzyme! Oh, das heißt, wir können uns jetzt doch theoretisch dieses Zeug bauen, oder? Das war falsch. Ich wollte nicht mit dem Granatenwerfer. Ich mach gerade auch lauter Quatsch, wenn ich das mal so sagen darf. Nitro Splicer. Hatten wir den noch nie? Hoppala. Jetzt habe ich es zu schnell weggedrückt. Schade. Da ist auf jeden Fall so eine Station. Armbrust, da können wir vielleicht bolzen. Verbandskasten wäre auch nicht schlecht. Autohacker auf jeden Fall. Hier ist weiter nichts. Ich muss, glaube ich, echt aufpassen, was ich hier ausrüste. So. Jetzt haben wir uns die rein und ich habe keins mehr. Das ist ganz wunderbar. Wenn ich allerdings so wechsle und hier einfach mal F nehme, dann kriegen wir... So. Ich weiß, war jetzt nicht das Sinnvollste, weil wir unser Eve eben schon aufgefüllt haben. Aber... Pistolenkugeln geht nicht. Das mit Granaten geht auch nicht. Das ist okay. Ich möchte nicht, dass mir irgendwas entgeht, nur weil ich nachlässig bin mit dem Einschmelzen. Da wäre noch was drin. Mist. Es hat sich was aktualisiert. Ach so, wir hätten den... Da stand jetzt vermutlich, dass wir ein Foto machen sollen. Mach ein Foto von ihm und setz es in das Quadrichon ein.
voll wie ein schwangeres Weib. Der ist ja, jetzt setze das Bild in den Rahmen ein. Mal sehen, was wir da haben. Der Typ ist total gestört. Habe ich das schon mal erwähnt? Also von allen, die wir jetzt getroffen haben, ist mir, glaube ich, Cohen bisher am unsympathischsten. Weil er seinen ganzen Wahnsinn irgendwie damit rechtfertigt, dass es Kunst wird, was totaler Unsinn ist. Das ist einfach nur grausam. Wo kommen wir eigentlich hier hin? Warte mal, wo kommen wir hier hin? Ah, okay. Da hinten war ich noch nicht. Ich weiß nicht, warum. Ah, das war das kleine Kämmerchen, wo ich nicht reingekommen bin. Richtig. Eistunnel? Ich könnte ja einfach mal im Kreis laufen, oder? Denn ich möchte eigentlich gar nicht... Ich möchte eigentlich noch gar nicht. Bin ich jetzt wieder? Oh, da bin ich. Gut. Ich möchte mir natürlich alles angucken und ich will noch gar nicht zurück, wenn ich ehrlich bin. Oh, da ist ein... Big Daddy. Das ist gut. Oh, Munition. Ich bin im siebten Himmel. Ich habe Munition gefunden. Wir hacken das einmal schnell. Ich hoffe, es funktioniert. So, schneller werden sollte es nicht. Das wäre mir ganz lieb, wenn es das nicht tut. Wir könnten hier... Oh, ja, es könnte hin... Oh, Hilfe, ist das schnell. Okay, das wird nicht... Das wird schief gehen. Mist. Ja, ja, das hat wehgetan. Gibt es überhaupt die Sachen, die ich brauchen würde? Wir könnten Brandbolz, aber ich hab nicht mehr viel Geld. Das ist das Problem. Napalmsprit. Ah, es gibt gar nicht so viel Sinnvolles, was ich hier kaufen könnte. Also lasse ich es einfach mal. Hoppala. Okay, Spider-Splicer. Erhöht den Schaden an den Viechern. Ich müsste mal ein bisschen mehr aufpassen. Da sehe ich wieder so ein Viech. Ist doch noch eine. Wo ist eine zweite? Na komm. Okay. Habe ich die jetzt bitte bald alle erwischt? Oh, Verbandskasten finde ich sehr, sehr gut. Ich würde mir gerne ganz viele Verbandskästen mit einem Kassette. Ja, immer her damit. Immer her mit allem. Ich fühle mich gerade so richtig schlecht. Also, ich weiß, ich stelle mich gerade unglaublich doof an beim Kampf gegen die Viecher. Und dass wir eben kein Geld haben, um uns in Automaten irgendwelche Sachen zu holen, macht es jetzt nicht unbedingt besser. Das lässt mich jetzt auch nicht unbedingt optimistischer. Ich höre sie, ich weiß noch nicht, wo da drin sind. Chips und was ist das? Bolzen, Chips, Essen, aber da lösen wir dann Alarm aus und das würde ich ungerne. Was könnten wir hier... Auto-Hacker, Eve-Spritze. Okay, hier können wir auf jeden Fall endlich mal wieder Vorräte aufstocken, die ich dringlichst brauche. You invent. Ich will gucken, ob wir diesen Bean trinken. Das hätte ich ganz gerne. Und statt das nehmen wir jetzt einfach anstelle von... Eveling vielleicht? Okay. Den Trinker wollte ich unbedingt haben. Jetzt können wir hemmungslos Alkohol trinken. More items downstairs. Wir müssen also hier irgendwie aufmachen, dann kriegen wir mehr Sachen. Das ist ein freundlicher Hinweis. Und der Big Daddy hat vielleicht auch irgendwo eine Little Sister. Er hat eine Little Sister dabei, jawohl. Sehr gut, das müssen wir nur noch finden. Wo ist er denn? Wo bist du, Big Daddy? Ist der oben? Er ist auf jeden Fall in der Nähe. Ich würde mich ganz gerne erst hier unten fertig umgucken. Also sprich, einmal hier nach hinten gehen. Und schauen, was da in den Schaufenstern liegt. Gar nichts. Und oh, Geist. Irgendwo ist ein Geist.
Hier drin ist irgendwo ein Geist? Na, wenn das nicht der lang verschollene Andrew Ryan ist. Komm her, Tiger. Puh, gut, dass wir das nicht sehen müssen. Also ganz ehrlich, das wäre jetzt so mein persönlicher Albtraum. Stell dich ein zwischen Miss Tiger Lily hier und Andrew Ryan sehen. Das, ne, Dinge, die man nicht gesehen hat. Arcadia Mello, das ist sehr schön. Oh, endlich trinken. Okay. Wir werden trotzdem noch negativ davon beeinflusst. Das ist schön. Oder auch nicht. Ich will den nicht benutzen. Mein Geld ist mir gerade zu wichtig. Aber ich glaube, wenn wir immer nur ein Fläschchen trinken, sind die Auswirkungen nicht so unschön, oder? Schrot? Was haben wir hier noch? Wodka? Das ist gerade echt super. Diese ganzen Sachen, die wir jetzt trinken können und die unser Leben und unser Eve wieder auffüllen, das ist herrlich. Insbesondere eben, weil unser Eve gerade ein bisschen mau aussieht. Okay, geht's hier auf? Ja, hier geht's auf. Das ist der hintere Bereich. Das trifft sich gut. Erstmal hier gucken. Momentan brauchen wir es ja nicht. Die Medi-Station will ich nicht hacken. Gerade geht Hacken so unglaublich schief immer. Deswegen möchte ich das nicht machen. Und ich weiß, wir sollen das Bild einsetzen. Und vermutlich werden wir dann in diese Ecke hier hergeschickt irgendwo. Aber... Lieber vorher schon mal absuchen. Hatten wir jetzt hier alles? Ne, wir hatten hier längst noch nicht alles. Da unten beim Eistunnel ist noch nicht alles untersucht. Das machen wir jetzt. Ich finde das super, dass die Karte sich übrigens so aktualisiert, dass die Bereiche, die man gesehen hat, nicht mehr grau hinterlegt sind. Das hilft mir sehr, wo ich... Geld! Ja, immer her damit. Soll ich an der Stange tanzen? Ja. So sexy jetzt. Ich dachte schon, du hättest die arme Jasmine vergessen. Da bin ich aber froh, dass das nicht der Fall ist. Entschuldigen Sie, Mr. Ryan. Ich wusste nicht, dass Fontaine etwas damit zu tun hatte. Oh, oh. Was machen Sie da? Nein! Nein, bitte! Ich hab sie doch geliebt! Nein! Ah! Oh Gott, was hat er mit dem armen Mädchen gemacht? Sie hat gerade Nein geschrien. Sie hat... Was war das? Okay, hier wollten sie Spaß haben. Das ist vermutlich Jasmine, oder? Das ist vermutlich Jasmine. Habe ich noch einen Auto-Hacker? Ja, habe ich. Okay, Verbandskästen haben wir. Warum hat jetzt die Musik aufgehört? Kannst du bitte nicht einfach aufhören? Es macht mir Sorge. Da ist ein Schwangerschaft. Och, nein, nein, nein. Sag nicht, er hat sie umgebracht, weil sie schwanger von ihm war. Oh je. Diese unheimliche Dr. Tenenbaum hat mir versprochen, es würde gar keine richtige Schwangerschaft. Sie würden mir einfach das Ei entnehmen, sobald Mr. Ryan und ich... Ich habe das Geld so dringend gebraucht. Aber ich weiß, Mr. Ryan wird es durchschauen. Er wird rauskriegen, dass ich nicht aufgepasst habe. Dass ich es verkauft habe. Mr. Ryan wird schrecklich wütend auf mich sein. Und deswegen musste sie sterben. Okay. Ich nehme das zurück. Cohen ist ja durchgeknallt. Ja, eigentlich mal bedient? Da fluch doch mal. Vielleicht unternehme ich einfach was. Du verstehst? Die Sachen, zu denen er mich gezwungen hat. Ach du große Scheiße. Für wen hält er sich eigentlich? Na jetzt, treffe ich den bitte auch mal? Aua. Er war ein Flegel, aber er war so kraftvoll. Noch ein Foto, bevor er
total austrocknen. Okay. Wir müssen die Fotos also gar nicht einsetzen. Du flatterst durch das Fuhr und löscht unterwegs Leben aus. Du bist keine Motte, du. Du bist ein Engel. Ich habe noch nie einen Engel gemalt. Vielleicht sollte ich es mal. Bitte nicht. Von dir möchte ich nicht gemalt werden, du Freak. Du bist mir zutiefst unsympathisch. Wo ist das? Ich weiß. Ich bin ein Star, du nicht. Mädchen, ich möchte ja kein Star sein. Nicht bei dem Freak hier. Hätte ich eben noch eine Leiche? Okay. Kann ich hier durch? Nein. Aber hier kommt man bestimmt irgendwie hin, oder? Hier kommt man bestimmt irgendwo... Was ist eigentlich das da hinten? Explosivschrot. Wo ist er jetzt hingeflogen? Wer weiß. Irgendwo da hinten. Was ist die dumme Kuh denn? Ja, meine Dame, wenn Sie mit mir unter was machen möchten, dann müssen Sie schon herkommen, ne? Ich will keinen Hinweis, ich will mich umgucken. Closed. Ich weiß nicht, ob wir das abfackeln könnten. Ich lasse es mal. Ach du Heilige. Nee, da will ich nicht rein. Was ist denn das? Das hier unten. Ah gut, es wäre ganz sinnvoll, aber ich sehe hier... Ich sehe hier schon eine Überwachungskamera. Ich will nicht. Da oben ist ja ein Moment. Das... Wisst ihr was? Nee, wobei doch, ich möchte jetzt. In der Hoffnung, dass wir es schaffen, sie zu hacken und es nicht schon wieder in einem Desaster endet. So, wenn ich hier. Wenn ich hier einfach jetzt das Richtige finde. Das hier, genau. Und jetzt hier das, dann muss ich nur die richtige Verbindung immer finden. Dann sollte das eigentlich hinhauen. Ein, da ist es. Ja, das müsste es sein. Eine von zwei Überwachungskameras haben wir damit. Denn die zweite ist, glaube ich, hier irgendwo um die Ecke, oder? War das nur die hier? Nur in Anführungszeichen. Ach nee, das war dieselbe. Okay. Ich will auch die Juke. Will ich die benutzen? Ja. Ich will gar nicht. Kadia Mello. Trierkasse. Hier sind so viele schöne Sachen, die wir einsammeln. Schalter. Oh Gott. Und ich bin angedutscht. Ja, wunderbar. Was war denn eigentlich das für ein Schalter, den wir gedrückt haben? Will ich das wissen? Und destilliertes Wasser. Die Jukebox benutze ich nicht nochmal. Ich weiß nicht, aber... Ah, der schöne Ausblick. Es muss schon toll sein, so unter Wasser zu leben. Aber was war das? Achtung. Schon wieder. Alkohol. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt dieses... Dass wir jetzt dieses Plasmide haben, dass wir Alkohol trinken können und es wieder Leben und vor allem Eve wiederherstellt. Aber ich glaube, Leben auch ein bisschen. Da geht's runter, ach du hier. Moment, ich habe Angst. Wo sind wir hier? Da dürfte eigentlich nicht viel sein vom... Eine Waffen-Upgrade-Station, das ist sehr, sehr schön. Da freue ich mich. Und was ist das? Ist das ein... Nee, das ist kein Kind. Und ein Safe, den ich nicht gehackt bekomme. Ich sehe es kommen. Okay, Armbrust, Granatenwerfer, Schrotflinte, Feuergeschwindigkeit, MG-Rückstoß, Schadenssteigerung mit der Pistole. Ich mache mal die Rückstoßverringerung, denn wir benutzen... Stand das Ding hier vorher schon da?
Nee, ich muss doch. Oh, es hat sich bewegt. Oh Gott. Die wachen jetzt aber nicht alle auf, oder? Ich wollte eigentlich gar nicht mit der Waffe. Ich wollte eigentlich... Wieso hatte ich die Armbrust ausgerüstet? Pistolenkugeln. Ich könnte mal wieder die Pistole verwenden, damit ich auch wieder Pistolen... Ich habe keinen... 160, das ist mir zu teuer. Wir brauchen einen Autohacker. Da vorne. Ich wusste doch, hier, der saß da. Und dann ist er sich da hinten angeschlichen, diese kleine Kröte. Und irgendwo war ein Auto... Sicher ist sicher. Wer weiß, was hier noch alles aufsteht. Ich will einen Autohacker haben, bitte. Haben wir irgendwo ein U-Invent? Dann würde ich mir theoretisch auch einen Autohacker herstellen. Alkohol? Ich habe vorher gehört, dass eine Little Sister dabei hatte. Würdest du die bitte wieder abholen? Dann könnte ich dich umbringen und stattdessen die Little Sister befreien. Ich brauche nämlich dringend, dringend, dringend Adam. Eve's Garden. XXX, nur für Erwachsene. Da sind wir aber schon... Waren wir hier schon? Da ist ein U-Invent. War das hier drin, wo man... Ja, da drüben ist so ein... Es kann sein, dass man hier die Sachen kaufen konnte. Nein, konnte man nicht. Ionischer Schrotfilm. Ah, Mist. Und ich habe immer noch viel zu wenig Geld. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum U-Invent und stellen uns einen Autohacker her. Das müsste eigentlich, glaube ich, gehen. Oh, Hackers Delight, Blutdurst. Wie, kein Auto. Oh, doch, da, Autohacker. Mal drei hergestellt. Jetzt gehen wir wieder da runter und gucken, dass wir den kleinen Safe öffnen können. Schon wieder falsch, das war jetzt nicht so gut. Wo bin ich jetzt gerade eben hergekommen? Ich hab Gedächtnis wie ein Sieb. War das hier drin? Ja, das war hier drin. Hier war irgendwo um die Ecke ein Safe. Das habe ich schon untersucht. Hier unten war einer. Was? So. Ich traue den Safes nicht. Die sind so fies zum Autohacker. Perfekt. Und ich höre die Little Sister. Ich hab sie gehört. Ich frage es nur, wo sie ist. Ah, hier können wir jetzt nach unten. Oh, ich will nicht da unten. Ich will echt nicht. Aber vielleicht müssen wir da runter. Ich habe hier immer noch nicht alles untersucht. Es ist hier immer noch dieser mittlere Bereich, wo wir gar nicht waren. Es kann aber auch sein, dass der oben... Das ist eine Schaufensterpuppe. Irgendwie gefällt es mir hier nicht. Das ist alles so offen und... Ich traue der Sache hier nicht. Ich, absolut nicht. Ja, klar. Riesiger Raum, nichts... Da. Natürlich. Ja. Es war klar, dass hier irgendwas ist. Da hinten ist noch jemand. Das war so klar, dass dieser Raum nicht so friedlich bleibt, wie er aussieht auf den ersten Blick. Das war so klar. War doch noch eine Leiche irgendwo, die wir erschossen haben, oder? Ich dachte, hier hätten wir nochmal. Das war's das jetzt bitte bald. Hier gibt's jetzt langsam keine Schaufensterpuppen mehr.
Oder kommen die einfach endlos nach? Okay, wir haben hier hinten Kontaktmini, die ich nicht mitnehmen kann. Extra Nutrition 2. Mach dein Essen noch gesünder mit dem neuen Extra Nutrition 2. Ich pack's mal statt dem Camouflage rein, denn irgendwie das Camouflage... So oft stehen wir einfach nicht still, als dass sich das sinnlich lohnen würde. Weil es wäre interessant, mal auszuprobieren, ob das eventuell bei... War ich jetzt eigentlich? Da unten war ich. Ob das eventuell bei Sicherheitskameras hilft. Das heißt, sich hinstellen. Ich nehme an, die sind oben, oder? Ach nee, da sind sie ja schon. Aua, greifst du mich gerade? Nee, das. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich ihn. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh, das war jetzt aber mehr als knapp. Da war mein Leben war praktisch schon weg. Oh Gott, yeah, ich. Geld, Geld. Vielleicht sollte ich einfach mal jetzt ein paar... Ich rette sie gleich. Vielleicht sollte ich ein paar von den Viechern umbringen, denn die haben immer ordentlich Geld dabei. Retten bitte. Nein. Oh. Nein. Doch. Nein. Werde ich nicht. Lass es geschehen. Ich bin doch auch ganz sanft zu dir. Guck, es tut dir gut, wenn die böse Schnecke weg ist. Und wir haben ein bisschen Adam, das ist schön. Danke. Bitte. Danke. Ja, gerne. Immer wieder gerne. Und ich glaube, den nächsten Big Daddy, den wir sehen, töten wir einfach. Nur damit wir ihn... Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Dann schlaf gut, Kleines. Mr. Bubbles wird dich immer noch beschützen, falls er dich jemals wieder sieht. Mr. Bubbles 5, 6, 8. Ich weiß auch noch nicht. Okay. Ich stelle mich mal hier hinten hin bei dem... Bei der Genbank. Denn wir sind fertig für heute. Ich nehme jetzt noch einmal, dass ich mich heile und das war's jetzt. Oh, na, finden wir hoffentlich ein paar Verbandskästen, sonst muss ich nochmal Saves oder sowas abklappern. Erstmal ist aber Schluss für heute. Ah, was für ein Schatz. Also der eine Raum war fies. Da, wo offensichtlich was eine Falle war, wo diese ganzen Viecher erschienen sind. Und das ist ja voll gemein, dass wir diese ganzen Leute fotografieren, nur damit er sein krankes Kunstwerk bekommt. Ich bleib dabei. Ryan ist ist böse. Der Inbegriff des Bösen, aber Cohen ist immer noch der gestörteste von allen. Egal. Trotzdem, Dankeschön, dass ihr heute dabei gewesen seid. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder da seid. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bye, bye.